Das Verhältnis der USA zu Europa war unter dem vorigen Präsidenten Trump abgekühlt. Jetzt stehen die Zeichen wieder auf Annäherung. Und das liegt auch am russischen Präsidenten Putin. Denn die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine lassen die transatlantischen Partner wieder enger zusammenstehen. Das wurde beim Besuch von US-Außenminister Blinken bei seiner deutschen Amtskollegin Baerbock deutlich. Die Ukraine-Krise löst eine intensive Reisediplomatie aus. US-Außenminister Blinken macht nach Kiew Station in Berlin, trifft Kollegin Baerbock. Thema bei dem Treffen auch eine irritierende Bemerkung des US-Präsidenten. Er sprach gestern davon, dass es bei einem geringfügigen Eindringen Russlands in die Ukraine nur zu einer begrenzten NATO-Reaktion kommen könnte. Der Außenminister muss heute die US-Haltung klarmachen. Wenn russische Militärtruppen über die ukrainische Grenze einmarschieren und es zu neuer Aggression gegen die Ukraine kommt, wird das eine schnelle und ernste Reaktion nach sich ziehen. Von Seiten der USA, unserer Alliierten und Partner. Blinken trifft in Berlin neben Baerbock auch die Kollegen aus Frankreich und Großbritannien. Ein Zeichen an Putin, die USA und Europa stehen zusammen. Beim Thema Waffenlieferungen ist der Westen aber noch uneins. Amerikaner und Briten sind dafür. Deutschland lehnt sie bislang ab, setzt weiter auf Friedensgespräche. Aber auch für Baerbock hat die Geduld mit Russland Grenzen. Der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, das haben wir beide gerade noch mal sehr, sehr deutlich gemacht, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggressivität einen hohen Preis hätte, wirtschaftlich, politisch und vor allen Dingen auch strategisch. Noch aber setzt der Westen auf Diplomatie. Blinken trifft im Anschluss Kanzler Scholz. Morgen will er mit dem russischen Außenminister in Genf über den Konflikt verhandeln. Und nachgefragt dazu jetzt bei unserem Korrespondenten Stefan Stuchlik in Berlin. Wollen wir das Ganze doch noch mal ein bisschen aufarbeiten. Blinken und Baerbock, die betonten ja gerade immer wieder die gute Partnerschaft, die Gemeinsamkeiten. Man wolle sich abstimmen und die Russland-Krise auf dem politischen, also dem diplomatischen Weg lösen. Also im Dialog tritt man da mit Russland mit entsprechender Härte entgegen. Der Versuch ist zumindest unternommen. Man sieht das, glaube ich, an den Formulierungen, die auch heute Morgen gewählt wurden. Heute Morgen gab es ja ein Quad-Meeting, also Vertreter von Großbritannien und Frankreich zusammen mit Deutschland und den USA. Man hat versucht, da einen Schulterschluss hinzubekommen, was Waffenlieferungen anbelangt. Da will ja Deutschland nicht mitmachen, aber die ganzen Positionen wurden noch einmal klargemacht. Und dann wollte man eigentlich noch einmal versuchen, die Wirtschaftssanktionen vernünftig zu regeln. Davon war auf der Pressekonferenz eigentlich relativ wenig zu hören. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich noch einmal ganz klar zu einem Dialog mit Russland bekannt hat, aber gesagt hat, dieser Dialog darf nur auf Grundlage der KSZE-Schlussakte stattfinden. Das heißt, jedes Land in Europa hat freie Bündniswahl. Und das haben sowohl Antony Blinken als auch die Außenministerin hier noch einmal betont. US-Präsident Biden hatte ja zuvor für Schlagzeilen gesorgt mit der Aussage, dass ein Eindringen quasi noch vertretbar sei, ein Einmarsch aber nicht. Konnte denn Blinken diesen Eindruck jetzt widerlegen? Ich vermute, es hat einiger Überredungsversuche noch bedurft. Ich bin mir relativ sicher, dass es einige Verärgerungen gegeben hat, auch auf Seiten von Großbritannien und Frankreich. Denn man hat sich ja in den letzten Tagen geradezu erstaunlich bemüht, Geschlossenheit zu zeigen, eine geschlossene Frontstellung gegenüber Russland, eine Art Eskalationspotenzial aufzuzeigen, wenn dann der größte Bündnispartner des Westens hergeht und sagt, naja, es gibt sowas wie eine kleine Invasion in der Ukraine, dann ist erstens die Frage, was bedeutet sowas? Und zum Zweiten konterkariert es natürlich jegliche Deeskalationsbemühungen von Seiten der NATO, der EU und der OSZE. Wie zuversichtlich haben sich beide denn gezeigt, dass diese Ukraine-Krise zu lösen sei? Die Zuversicht ist leider relativ gering. Annalena Baerbock hat ja noch mal darauf hingewiesen, es gibt Militärmanöver in Belarus. Es gibt russische Agenturmeldungen, wonach Russland neue Manöver, Seemanöver plant.
im Mittelmeer, im Atlantik und im Pazifik. Also da waren auch aus den Minen abzulesen, die Situation bleibt ernst. Ob es wirklich gelingt, Russland von einem Einmarsch in die Ukraine abzuhalten, das, glaube ich, steht in den Sternen. Aber der Versuch wird unternommen. Dialog soll weiter gepflegt werden. Blinken fliegt nach Genf, um sich zusammen mit Lavrov zu setzen. Und Annalena Baerbock hat angekündigt, sie werde zusammen mit ihrem französischen Kollegen einmal noch in die Ukraine fliegen. Es ging ja auch um Wirtschaftssanktionen. Was wird denn im Ernstfall, also im Falle einer russischen Invasion, passieren? Wie weit wird man denn da gehen? Immer wieder hat man ja auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Druckmittel ins Rennen geworfen. Ja, das ist die große Frage, wie weit Wirtschaftssanktionen da gehen können. Nord Stream 2, da hat die Bundesregierung etwas nachgegeben. Olaf Scholz hat ja gesagt, auch diese Sache liege auf dem Tisch, obwohl er als SPD-Kanzler wahrscheinlich Probleme mit seiner Partei kriegen wird. Also von deutscher Seite aus ist auch Nord Stream 2 gefährdet für den Fall, dass Russland in die Ukraine einmarschieren sollte. Aber jetzt ist die große Frage, wie groß sind die anderen Wirtschaftssanktionen? Wird man wirklich zur sogenannten finanziellen Atombombe greifen und Russland aus dem SWIFT ausschließen? Das ist das Überweisungssystem, internationale Überweisungssystem der Banken. Das wäre natürlich schlecht für Russland, aber das wäre natürlich auch fatal für die deutsche Wirtschaft, die europäische und die US-Wirtschaft. Thank you.